Herzlich willkommen bei Frastanz Aktuell. Ich bin Silvia Mayer und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe. Freuen Sie sich auch diese Woche wieder auf interessante Beiträge aus unserer Marktgemeinde sowie aktuelle Ausblicke auf kommende Termine. Wir starten mit unserem Wochenblick. Gerade junge Familien haben oftmals noch wenig Erfahrung bei der Gartenpflege. Deshalb sind viele Gartenbesitzer froh, wenn sie bei den ersten Schritten Unterstützung erhalten. Der Obst- und Gartenbauverein Frastanz hat daher zwei erfahrene Referenten eingeladen, welche die vielen Fragen zur gelungenen Gartengestaltung für die junge Familie beantworten konnten. Mehr dazu sehen Sie in unserer aktuellen Ausgabe von der Bikesee. Liebe Obst- und Gartenfreunde, neben mir steht Xenia Dünser, eine junge Gärtnermeisterin und Floristin. Bei mir ist da daneben der Harald Ramme, der arbeitet auf der Landwirtschaftskammer und ist bekannt als Gartenbaureferent eigentlich im ganzen Land. Ja, wir sind heute in Frastanz und sprechen zum Thema der Garten für die junge Familie. Da geht es also darum, wie können Garteneinsteiger, Neubeginner den Garten optimal gestalten, sodass sie wirklich eine Freude damit haben. Ich stelle heute ein paar wichtige Gartenkräuter vor, was man einfach zum Kochen brauchen kann, für gesundheitliche Zwecke, die einfachen Dinge sozusagen, wo man gleich einmal auch in einem kleinen Topf auch gut vor dem Fenster züchten kann, ziehen kann, in kleinen Balkonkästle. Genau, und von mir gibt es Tipps zum Bärenobst, zum Gemüsegarten. Und ganz zum Schluss wollen wir einfach noch Freude am Gärtnern verbreiten. Wir freuen uns, dass euch interessiert. Ich stelle am Schluss auch noch ein paar blühende Pflanzen vor für die Seele, für das Wohlbefinden und natürlich auch für die ganzen Insekten und Vögel, was wir in der Natur finden, dass die auch was zum Essen haben. Denn das Motto lautet: Garten tut gut. Eine Veranstaltung vom Obst- und Gartenkultur Vorarlberg. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Street Workout nennt sich eine Form von Training mit dem eigenen Körpergewicht, das schon die alten Griechen für sich entdeckt haben. Im Parkour und Freerun geht es darum, so schnell oder spektakulär als möglich Hindernisse zu überwinden. Wer die Basics dieser Sportart erlernen will, hat dazu am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule im Rahmen der Reihe Rockin' Union die Gelegenheit. Am Freitag, dem 29. April, wird unter dem Motto Früchte tragen, faire Chancen für ein gutes Leben das alljährliche Aquaforum von Aquamühle Vorarlberg veranstaltet. Das Forum findet von 9 bis 12 Uhr im Adalbert-Welte-Saal statt. Das war unsere Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz Aktuell. Die ersten Frühlingsboten haben schon bei vielen die Lust aufs Fahrradfahren geweckt.
Alle, die noch ein passendes Rad suchen, hatten beim Fahrradbazar bei der Volksschule die Gelegenheit, fündig zu werden. Wir haben uns vor Ort etwas näher umgesehen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher vom Drei-Schwestern-Kanal, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier beim Fahrradbazar, der insgesamt heuer zum vierten Mal bei der Volksschule stattfindet. Wir als Veranstalter, das ist der Umweltverein der Marktgemeinde Frastanz und der Elternverein, freuen uns, dass bereits der Löwenanteil der Räder schon verkauft worden ist. Und wir haben das, wie gesagt, vor 4 Jahren zum ersten Mal veranstaltet. Die Grundidee war, dass wir versuchen, jede Form von sanfter Mobilität, und das Fahrradfahren zählt dazu, weil es klimafreundlich ist, zu fördern. Viele Familien, viele junge Menschen, die sich kein teures neues Fahrrad leisten können, kommen hierher und erwerben sich ein kostengünstiges Fahrrad. Außerdem verlangen wir für die Kommission 20% des Preises und dadurch erwirtschaften wir einen bescheidenen Gewinn. Diesen Gewinn halbieren wir. Eine Hälfte bekommt der Elternverein und der zweite Teil geht dem Bildungsprojekt eines jungen Frastanzers, Florian Bernhard, nach Ghana in ein Bildungsprojekt, wo er jungen Leuten schulische Ausbildung ermöglicht und ihnen helfen möchte, aus dem Armutskreis auszubrechen. Florian ist ein sehr engagierter junger Mann und wir freuen uns, dass wir ihm damit auch ein Stück weiterhelfen können. Ja, grüß Gott, liebe Fraschler und Fraschlerinnen aus der 100 von Karl. Hier machen wir wieder den Fahrradbazar. Das ist etwa vier, fünf Mal schon. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Und da bieten wir einen speziellen Service an. Wir holen die Fahrräder bei den Leuten daheim ab. Vor allem ein Gaudi und die älteren Leute, die selber nur Fahrrad fahren können, die sind froh, wenn man das holt. Kaum ist der Fahrradbazar eröffnet, werden die verschiedenen Fahrräder von den zahlreichen Interessierten in Augenschein genommen. Vom Kinder- bis zum Erwachsenenrad, von beinahe neuen Rädern bis hin zu Oldtimern war auch dieses Jahr alles mit dabei. Wir sprachen mit einer zufriedenen Besucherin, die auf dem heurigen Fahrradbazar fündig wurde. Ich bin heute zum Fahrradbazar gekommen, weil ich einfach ein Fahrrad gebucht habe zum Bahnhof fahren, dass ich mit dem Zug dann wieder zum Schaffen fahren kann. Und ich habe da ein super Rädchen gefunden und freue mich schon auf die ersten Ausfahrten mit meinem neuen Gaul. Nachdem Papa das Fahrrad technisch überprüft hat, dreht die Tochter eine Runde auf dem Schulhof. Das Bike macht einen guten Eindruck. Vielleicht wechselt es heute noch seinen Besitzer. Also wir sind da beim Frühjahrsbazar des Elternvereins von der Volksschule Frastanzhofen. Den führen wir schon seit vielen Jahren durch und er wird sehr gern von den Leuten angenommen. Einerseits verkaufen wir eben gebrauchte Sachen. Die Leute können, wenn sie ihr Kinderzimmer ausmisten, die Sachen bringen. Wir haben alle Sachen rund um das Kind, also angefangen von Spielsachen, Büchern, Computerspiele, DVDs, Roller, Dreiräder, Outdoor-Spiele, alles Mögliche verkaufen wir hier. Und andere sind froh, wenn sie hier günstig etwas finden für ihr Kind. Also wie gesagt, es wird gern angenommen von den Leuten, wir freuen uns über das Kommen. Es gibt gleichzeitig auch eine Bewirtung vom Elternverein, man kann Kuchen essen, einen Kaffee trinken. Es gibt auch als Rahmenprogramm ein Kinderschminken. Und was für uns natürlich auch ganz toll ist, ist die Kombination mit dem Fahrradbazar seit ein paar Jahren, dass wir das gleichzeitig machen, weil beide Veranstaltungen davon profitieren. Das Tempeltreffen der Erstkommunikanten fand kürzlich in der Pfarrkirche statt. Dabei erkundete Pfarrer Lukas Bonner mit den Kindern die Kirche und beantwortete die zahlreichen Fragen. Wir waren mit dabei.
Nachmittag ist es wieder soweit. Unsere Erstkommunion-Kinder, die zur Erstkommunion kommt, besuchen die Kirche, lernen den Kirchenraum kennen, das sogenannte Tempeltreffen. Und ihr seht im Hintergrund auch schon das Symbol der heurigen Erstkommunion, der Weinstock. Und jedes Kind hat mit seiner Eltern daheim eine Traube gestaltet und ein paar Blätter. Und die haben wir an diese schönen Weinstöcke angeheftet. Und so kommt es auch noch einmal ganz toll zum Ausdruck, dass die Kinder um Jesus Christus, um diesen Weinstock eine Gemeinschaft bilden und letztlich sogar ein Teil von Jesus Christus sind. Tempeltreffen heißt es deshalb, weil Jesus mit seinen Jüngern sehr oft im Tempel war, in Jerusalem. Wir haben sehr viele Berichte aus dem Neuen Testament darüber und darum heißt es auch Tempeltreffen. Die Kirche als Ort des Feierns, des Zusammenkommens, als Ort, wo die Sakramente gespendet werden, wo uns das Wort Gottes verkündet wird, ist sozusagen der Mittelpunkt unseres gemeinschaftlichen Glaubenlebens. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder den Ort, die Architektur kennenlernen, damit sie sich da einfach auch heimisch fühlen. Die 35 Erstkommunikanten mit ihren Tischmüttern nahmen am heurigen Tempeltreffen unter der Leitung von Pfarrer Lukas Bonner teil. Die Kirche auf diese Art zu erkunden und besser kennenzulernen, ist der Hintergedanke dieser schon traditionellen Zusammenkunft. Nach der Begrüßung von Pfarrer Lukas konnte der spannende Rundgang beginnen. Themen wie die Architektur der Kirche, die Darstellung verschiedener Heiliger und vieles mehr erfuhren die Kinder von Pfarrer Lukas. Die zahlreichen Fragen der Kinder zeigten das große Interesse der Erstkommunikanten. Weiter ging der Rundgang zum Seitenaltar, welcher den Tabernakel beinhaltet. Auch hier bekamen die kleinen Kirchenbesucher interessante Einblicke und wissenswerte Informationen, bevor sich die Gruppe um den Altar versammelte. Um den Altar konnten die Kinder eine ganz neue Perspektive des Kirchenraumes erleben. Auch wenn der eine oder andere Ministrant dabei war, für viele Kinder war dieser Platz in der Kirche eine neue Erfahrung. In der Sakristei angekommen, zeigt Pfarrer Lukas den Kindern den Aufbewahrungsort der benötigten Messunterlagen, Gewänder für verschiedene Anlässe und vieles mehr. In der Apsis der Pfarrkirche gab es auch einiges zu entdecken. So zum Beispiel den Kirchenpatron unserer Pfarrkirche, den heiligen Sulpicius. Ein Highlight beim heurigen Rundgang war jedoch die Orgel, welche die Kinder nicht nur optisch, sondern auch akustisch erleben durften. Eine der letzten Stationen war der Seitenaltar, welcher die heiligen Öle beherbergt. Hier erfuhren die Kinder, welche Öle es gibt und für welchen Anlass sie verwendet werden. Wie angenehm ein solches geweihtes Öl riecht, war ebenfalls Teil dieser Station. Wir haben heute das Tempeltreffen mit den Erstkommunionkindern in der Kirche. Pfarrer Lukas Bonner zeigt ihnen alles in der Kirche. Und wir hatten aber auch schon viele Treffen mit den Erstkommunionkindern. Es gibt eben sogenannte Tischrunden, wo wir 6 Nachmittage mit den Kindern gestalten, verschiedene Mütter zusammen. Und was wir auch schon hatten, war der Ausflug in die Hostienbäckerei ins Kloster St. Peter in Bludenz, wo die Kinder gesehen haben, wie man die Hostien herstellt und macht. Und sie durften auch schon probieren. Das hat ihnen sehr gut gefallen. Wir haben eine Tischrunde bei uns gehabt, zum Beispiel zum Thema Brotbacken. Und wir haben mit den Kindern selber Körner gemahlen. Und es war wirklich eine tolle Erfahrung, mit den Kindern das zu durchmachen. Und wir freuen uns ganz toll auf die Erstkommunion im Mai.
Das heurige Tempeltreffen war wiederum eine gelungene Veranstaltung in der Vorbereitungszeit vor der ersten Heiligen Kommunion. Hundebesitzer müssen ihre Vierbeiner ordentlich anmelden. Darauf weist die Marktgemeinde Frastanz hin. Wie das genau geht, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Wie jedes Familienmitglied in Frastanz gemeldet sein muss, sollte auch ein Hund in Frastanz angemeldet werden. Ein Hund ab 3 Monaten, wenn er als Welpe zu dir kommt, ist er meldepflichtig. So wie ein älterer Hund, wenn er länger als 1 Monat in Frastanz gehalten wird, muss er auf der Gemeinde angemeldet werden. Die Anmeldung ist ganz einfach. Die kann im Bürgerservice tun, persönlich erfolgen. Bitte zur Anmeldung der Heimtierausweis mitbringen, dann kann man alle notwendigen Daten daraus rausnehmen. Man kann die Anmeldung auch online machen, dann bitte eine Kopie vom Heimtierausweis hochladen. Bei der Anmeldung kriegt jeder Hundehalter für seinen Hund eine Hundemarke. Die Hundemarke ermöglicht es dann innerhalb von Frastanz, der Hundehalter von herrenloser Hund schneller und einfach aufzufinden. Seit 2010 ist es so Pflicht, dass jeder Hund chippt ist. Neben der Chip-Nummer, mit der der Hund österreichweit jederzeit aufgefunden werden kann, ist es so notwendig, dass der Hund in der Heimtierdatenbank eingetragen wird. Einmalige Kosten pro Jahr für einen Hundehalter ist die Hundeabgabe, die beträgt 60 Euro pro Jahr. Mit deren Abgabe finanziert die Marktgemeinde Frastanz die ganze Infrastruktur, abgesehen von der Robidogs, von der Hundekotbeutel und also zum Aufräumen. Die Hundekotbeutel sind übrigens kostenlos im Bürgerservice jederzeit vom Hundehalter zum Beziehen. Zusätzliche Kosten sind 2 Euro, die sind einmalig bei der Anmeldung für die Hundemarke zum Zahlen. Als zusätzlicher Service bietet die Marktgemeinde Frastanz an, dass die Standorte der Hundekotbehälter auf der Homepage ersichtlich sind. Die Anzahl der Hundekotbehälter wird auch ständig erweitert. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade im Fellergatter 2 neue Standorte angebracht. Für das Halten von Kampfhunden ist es eine Sonderbewilligung notwendig. Um die zu erhalten, bitte ich um persönliche Kontaktaufnahme. So wie sich jeder Verkehrsteilnehmer an die Straßenverkehrsordnung zum Halten hat, bitten wir, dass sich jeder Hundebesitzer auch an die Verordnung der Marktgemeinde Frastanz hält. Wenn das möglich ist, dann ist es ein Nebeneinander von Mensch und Hund problemlos machbar. Sind noch offene Fragen, wenden euch bitte an uns. Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.